Es geht um eine Maßnahme, wo es natürlich gerade in Notsituationen, in Unfallsituationen oft um Minuten, um Sekunden gehen kann. Und damit sichergestellt werden kann, dass die Verkehrsteilnehmer auch wissen, wie sie sich in solchen Situationen richtig zu verhalten haben, um nicht den Verkehr beziehungsweise die Rettungsgasse für die Blaulichtorganisationen sinnlos zu versperren, damit ein schnelles Weiterkommen ermöglicht ist, ist es wichtig, dass das Land natürlich die Menschen informiert. Das wird von vielen Südtirolern bereits praktiziert und angewandt. Und ich glaube, als freiheitliche Fraktion, wenn wir diesen Beschlussantrag machen, dann ist der Sinn dahinter ja auch der, dass wir die, die dieses Modell noch nicht intus haben und sozusagen das noch nicht praktizieren, dass wir die aufklären und sensibilisieren. Und wir hoffen natürlich auf die Unterstützung auch im Landtag, damit hier wirklich den Helfern, den Rettungskräften sozusagen die Chance gegeben wird, frühzeitig da zu sein und eben auch Menschen zu retten.